die Kanzlerin auf Truppenbesuch. In den Bergen oberhalb der türkischen Stadt Kahramanmaraş lässt sich Angela Merkel die Wirkung von Patriot-Abwehrraketen erklären. Rund 300 Bundeswehrsoldaten sind hier stationiert, zum Schutz der Türkei vor syrischen Angriffen. Auch wenn die türkische Regierung selbst diese Gefahr derzeit als gering einschätzt, Merkel betont, die Stationierung habe einen hohen politischen Stellenwert. Ich glaube, Sie leisten auch einen Beitrag dazu, dass Deutschland und die Türkei sich dann wieder an einer ganz anderen Stelle ein Stück weit besser verstehen. Soldaten im Dienst der Völkerverständigung. Merkel weiß, so selbstverständlich der Beistand für den NATO-Partner Türkei, so heikel ihre für Montag geplanten Gespräche in Ankara. Die Türken fühlen sich hingehalten, kommen ihre Beitrittsgespräche zur Europäischen Union doch schon seit 2,5 Jahren nicht vom Fleck. Jetzt versichert Merkel, die selbst immer gegen eine volle EU-Mitgliedschaft der Türkei war, die Gespräche wiederzubeleben. Dabei ist klar, die Verhandlungen werden Jahre dauern. Dagegen war der Besuch der Kanzlerin bei den Patriot-Einheiten politisch unstrittiges Terrain.